Also, beim Hofen ist es auch so, dass man den Schmied muss einschulen, ein bisschen einweisen, weil er muss ja auch die Fertigkeit, das Geschick, die Fähigkeit besitzen, dass er von der Haltung des Tieres, also beim Pferd erkennt, ob es eine Rückenverspannung hat, ob es dort oder dort behandelt gehört, verstehst? Und warum überhaupt das zustande so gekommen ist, verstehst? Also die Anatomie eines Tieres und die Berufung, das hängt ja eng zusammen, verstehst? Die tierärztliche, die veterinäre Untersuchung und der Hofschmied bilden eine Einheit. Das darf man in Wirklichkeit nicht so trennen. Also so sehe habe ich das halt als Einweisung auch in meiner Jugendzeit schon erfahren. Die Astrid und die Mädchen, die Pferde zwar verwenden, aber auch müssen wissen, wie man sie pflegt, wie sie sich wohlfühlen und so weiter. Und hier ist, bin ich jeden Tag als Knabe sozusagen heruntergegangen, verstehst? Da geht man runter und da kommt man zu diesen schönen Ruheplätzen, wo man mit den anderen Jungs spielen kann. Die ersten Gespräche mit 11 bis 13 Jahren über Freundinnen oder was man alles kann, küssen oder streicheln oder spielen, anschauen, was weiß ich, haben wir uns immer versammelt. Der Opening, also die Eröffnung der Knabenjahre, wie wilder Honig, verstehst? Hier wollte ich das, die Schönheit zeigen, diese Schönheit, um das Gut, der Hof, runden die Eiche noch, aber hier die anderen wildlebenden Pflanzen. Schön ist das. Schauen wir das an. Ist das nicht ermunternd anzuschauen? Was haben wir da? Ein 55er? Was? Das ist meine Knabenzeit hier immer gewesen. Also nicht immer, aber ein paar Jahre. Und ich war bei einem Knabenchor und da haben wir gesungen. Rund im Gold und auf der Ulm. Und da hatten wir hier gestickte Edelweiß auf den Lederhosen, auf diesem Riemen. Sehr schön gemacht. Da gab es Tiroler Trachten, Vorarlberger Trachten, Steirer Trachten, was weiß ich. Also hier grüße ich auch die gegenwärtigen Staatshoheiten und alle, die sich einsetzen, dass das so schön erhalten werden kann. Dankeschön.